Glücklicherweise kauften mir alle ab, dass Frank tot war und ich seine Leiche entsorgt hatte. Und Franks Beerdigung musste ohne Frank stattfinden. Die Mafia organisiert gerne würdige Beerdigungen für wichtige Leute, auf denen sie die untereinander ausstehenden Geschäfte vergessen. Oder die mit dem Toten. Die Verstorbenen werden in ein gutes Licht gerückt. Das ist ein Grundsatz für jeden Gangster. Wenigstens auf einer Beerdigung. So kam es, dass nicht nur Salieri und unsere Männer lange Reden über ihren besten Freund Frank hielten, sondern auch Morello und andere Gangster. Morello und Salieri weinten Schulter an Schulter. Es sah nicht so aus, als wären sie sich noch vor einem Tag fast an die Kehle gesprungen. Frank hätte sich im Grabe herumgedreht, wenn er tatsächlich tot gewesen wäre. Schätze, alles ging ziemlich gut aus. Ich musste mir nur etwas für Franks Familie ausdenken. Salieri wollte natürlich der armen Witwe seines besten Freundes bis an ihr Lebensende zur Seite stehen. Ich konnte ihm schließlich nicht sagen, dass sie sich zurzeit bequem in Europa erholten. Tom, unsere Probleme sind anscheinend noch nicht vorbei. Der Staatsanwalt, der Frank beinahe umgedreht hätte, gräbt weiter Schmutz auf. Und man sagt, er hat sogar Zeugen. Scheinbar sind der Stadtrat, dessen Sohn ihr erschossen habt, ernsthaft auf Rache. Er ist mit dem Staatsanwalt auf Du und Du. Und wenn wir ihnen nicht auf den Zahn fühlen, werden sie uns Schwierigkeiten machen. Das klingt gar nicht gut. Was viel schlimmer ist, der Kerl traut niemandem. Er hat alle Beweise gegen uns in einem Safe in seiner Villa. Sam und Paulie kümmern sich, während wir hier reden, um die Zeugen. Und du musst diese Beweise beschaffen, Tom. Wie kommen wir daran? Nun, da ist heute eine erstklassige Gelegenheit. Der Herr Staatsanwalt geht nämlich heute Abend ins Theater. Und sonst ist niemand zu Hause. Das heißt, niemand außer den Sicherheitsleuten. Natürlich, aber das Arbeitszimmer ist leer. Die Villa ist im Millionärsviertel. Unser Staatsanwalt ist nämlich nicht gerade arm. Danke, Luigi. Es ist dir überlassen, wie du reinkommst, aber rechne damit, dass um die Villa Wachleute patrouillieren. Sobald du drin bist, hast du es geschafft. Die Villa ist leer. Das Büro des Staatsanwalts ist im ersten Stock und in der Wand müsste ein Safe sein. Dafür nimmst du Salvatore mit. Das ist ein Mann, der praktisch jeden Safe in Amerika knacken kann. Sobald du alle Beweise hast, müsst ihr verschwinden, bevor der Staatsanwalt zurückkommt. Okay, Boss. Wo finde ich diesen Salvatore? Er wartet unten in Hoboken auf dich, an der Ecke beim Stadion. Du kannst ihn auf dem Weg zur Villa mitnehmen. Ich muss dir nicht sagen, wie wichtig dieser Job für uns ist, Tommy. Buona fortuna. Ich tue mein Bestes, Boss. Und Tommy, falls du auf den Staatsanwalt triffst, leg ihn nicht um. Auf keinen Fall. Das macht uns nur noch mehr Ärger. Verlassen Sie sich drauf, Boss. Los, lang machen. Eins. So, jetzt hatte ich ganz vergessen. Sorry nochmal für dieses kleine Schnurzischen im Video. Das Mikrofon nicht aus. Ja. Hast du was erzählen? Na gut, Komm auf. Oh Gott, jetzt habe ich ein paar Tage nicht gefühlt, ich krieg nicht mal die Türen auf. No, what the fuck? Da muss ich doch eine Tür. Da auch jemand. Was ist denn die Aktionstaste? Kann auch mit ihm reden. Bin ich doof jetzt? Hilf die Maus bei der Steuerung. Aktionstaste, recht. Ach. Die Sache mit Frank hat Don Salieri richtig mitgenommen. Er hat wohl ein schlechtes Gewissen. Dabei hat er dazu keinen Anlass. Er musste es tun. Wie man es nimmt, ne? Es ist besser, als die Familie zu verlassen und sich zu verstecken. Ah, ist schon echt eine miese Geschichte, ja, eigentlich.
Oh, hi. Geh schon, der Job geht schief. Ja, entschuldige bitte. Meine Güte. Du. Na Leute, was ist los? Hey, Tom. Na? Tommy? Hast du was für mich, Kollege? Gucken wir, ob wir eine Waffe kriegen. Sieht aus, als wäre zu hier oben, oder? Guten Abend, Vincenzo. Oh, hier. Jetzt dachte ich, Vincenzo wäre nicht da. Heute ist ein Einbruch geplant, also brauche ich was Unauffälliges für den Job. Yep. Tommy, ein Schläger scheint angemessen. Boah, ich denke ja. Wenn du mit einer von hinten über die Birne ziehst, ist der erstmal außer Gefecht. Nimm doch zur Sicherheit noch diesen 1911er Colt mit. Ich drücke dir die Daumen, Tommy. Danke, Vincenzo. Jo, danke. So, jetzt müssen wir jemanden in Hoboken treffen. War man da? Ja, ein schönes. Nehmen wir mal. Nehmen wir Geld, kommen wir mit dem Geld. Da, ein Airstream. Ups. Oh, ein paar Tage nicht gespielt, ey. Ups. Und die Steuerung. So viel lasse ich denn noch. So, bitte mal. Ah, ja. Gut. War da mit den Pfeiltasten? Na gut. Soll ja mal vorkommen, oder? So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich nicht, ob ich die Mission, die wir jetzt machen sollen, ob ich die nicht schon mal ganz klein. So. Ob ich die jemals leise geschafft habe. Ne, wir können ja andersrum fahren. Komm, jawohl. Ob ich die jemals leise geschafft, die Mission? Ich weiß es nicht. Hat sie ja, ich muss ja durch. Ja, genau, aus dem Weg, Mann. Aber ich würde es jetzt auf jeden Fall gern mal leise probieren. Also, vielleicht mal vorher speichern. Nur oben langfahren können, aber egal. So ein bisschen auf die Polerei aufpassen. Was bei dem Tempo natürlich nicht ganz so einfach ist. Ich bin zu früh abgebogen, ne? Ja, oh. Shit. Yeah. Sich einfach Leute umfahren hier. Da haben wir. Nur unhöfliches Volk hier. Benehmen sich alle wie der letzte Dreck, ey. Unglaublich, unglaublich, unglaublich.
So, der wohnt dann im Millionärsviertel. Das ist ja praktisch. Bulle vor uns. F5, ne? Okay. Verdammt. Doch, Tempo damit drin gehabt. Steigen Sie bitte mal aus. Hallo. Das war ein Vergehen. Sie müssen eine Strafe bezahlen. Ich kann mich voll schlecht aus der Hand gefangen. Okay, kein Problem. Hier ist das Geld. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Nee, passiert nicht mehr, Officer. So. Ja. Aber das braucht man einen Baseballschläger. Dankeschön. Komm, fahrt weiter hier. Blöden Bullen. Ich hatte doch ein Tempolimit drin. Ja, das ist sehr merkwürdig. Ja, genau, biegt ab. Ich brauche hier keinen Mensch. So, immer Straße bis nach Kurve, dann nach rechts. Gut. Ah ja, da steht es auch im Bogen. Komm mal lieber so, hä? Ach, wenn noch Mafia 3 auch noch ein gutes Spiel geworden wäre. Schade, schade, schade. Sorry, fängt da geil an, aber... Ja. Das ist auch schon alles. Ja, ist er doch. Guten Abend, Chef. Machen wir uns auf. Gut. Wo geht's denn hin? So, du knackst also jeden Safe im Land, was? Fast jeden, Chef. Und wie hast du das gelernt? Mein Opa war im Geschäft, ist sozusagen Vererbung. Die Safes werden immer besser, also muss man stets in Übung bleiben. Manche von diesen modernen Safes sind kaum zu knacken. Mhm. Ganz schön laut, ne? Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, wo wir hin müssen. Hier runter nach Oakwood, ja. Ich glaube, wir müssen auf die andere Straße, oder? Ja, auf jeden Fall. Shit. Ja. Tankstelle, hier ging es doch glaube ich runter, ja. Ach, das ist ja zum Glück nicht so viel los. Hallo, Kamera? Danke. Nur tanken? Ne, noch nicht. Wenn man eh schon dabei ist. Eieieiei. Ach, halt die Klappe. Die Zeit wird dann blöd. Halt die Klappe, keine Zeit für deinen Blödsinn. War sie geplant? Okay, genau. Da sind wir richtig. Da haben die paar Pferdchen ganz schön zu kämpfen, ja. Wer baut denn auch so eine Straße?
Er kommt gar nicht hoch hier. Er bleibt fast stehen. Eieieiei. Ah, zack. Wir müssen uns ein bisschen benehmen, sonst fahren wir hier übelst auf. Okay, dann fahren wir halt einfach einen Kringel hier. Aber das ist eh schon alles sein Haus hier, ne? Oder? Alles ein Haus hier? Ja, ich glaube schon. Okay, da wären wir. So, gut, dann müssen wir mal schauen. Ich setze mich mal anders hin. Ja. Ups. Will ich rein oder was? Kriegst du es auf, Salvatore? Wir versuchen, Chef. Ah, okay. Guter Mann. Alles klar, Chef. So. Okay, erledigt. Besuch bei reichen Leuten. Sieht schon wieder aus. Sei leise und tu genau, was ich dir sage. Warte hier. Was tust du zum letzten Mal? Zeig auf! Was? Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Sei leise und tu genau, was ich dir sage. Warte hier. Ja, ich kann nicht. Stark aufladen, das muss ich machen. Ja, du bist irgendwie ein bisschen doof, Kollege. Schön. Warte hier. Lass mal beobachten. Einer weiter zu sein, oder? Mir nach. Läuft die Nase. Na, ja, er wird Nase putzen. Oh, Scheiße. Ah, verdammt. Ich kann das Mikrofon nicht ausmachen. Achtung, laut.
So. Gestern hat mich Sohn Ire in der Bar angerempelt. Echter Hundesohn. Und ich sag zu ihm, hey Mann, was soll denn das? Und der Bastard spuckt mir in den Becher. Was? Was hast du mit ihm gemacht? Ach, ich hab ihm eine gegeben. Das vergisst er nicht so schnell. Und was hat er gemacht? Ging direkt auf mich los, Mann. Er hat mich fast gepackt, aber meine Jungs waren da und haben ihm die Fresse poliert. Ach, ich kann sie wieder nicht alleine, hä? Das darf man nicht durchgehen lassen. Klar, aber dann kamen seine Kumpels und haben den Laden auseinandergenommen. Verdammter Hurensohn. Da kommt einer. Gucken, wo der hinläuft. Wir dürfen uns hier eigentlich nicht sehen. Hey, komm her! Kunde! Oh, was hat denn der so Scheiß gemacht? Das war ein neuer Versuch. Sei leise und tu genau, was ich dir sage. Du was wert, oder? Das stimmt. Sei leise und tu genau, was ich dir sage. Sag ich doch. Dann gehen wir hier durch. Da lang. Oben steht auf jeden Fall einer auf die Treppen. Die zwei bleiben eigentlich soweit. Warte hier. Wir müssen da stehen lassen. Dann. Es gibt nur einen Weg hoch. Mir nach. Wir haben ja von einem einen Schlüssel bekommen. Uiuiui, runter. Warte hier. Ich glaube, der läuft jetzt gleich bis hier vor, bis zur Ecke. Dann bleibt er stehen und dann läuft er wieder zurück. Leiche können wir nicht wegräumen. Mega. Mit. Bin ja schon fast ein bisschen froh, dass wir ihm kein Pferd, kein Pferdekopf legen sollen.
Verdammt. Kacke. Das heißt, da fehlen jetzt vor allem noch die zwei da vorne. Ah, Mann. Shit. Okay, das heißt, wir müssen auf der anderen Seite lang. Sei leise und tu genau, was ich dir sage. Auf der anderen Seite ist ja überhaupt kein Problem. Kriegt jetzt erstmal einen. Von ihm kriegt man nämlich auch einen Schlüssel. Gestern hat mich so ein Irre in der Bar angerempelt. Echter Hundesohn. Und ich sag zu ihm, hey Mann, was soll denn das? Und der Bastard spuckt mir in den Becher. Was hast du mit ihm gemacht? Na gut. Klar, aber dann kamen seine Kumpels und haben den Laden auseinandergenommen. Verdammt. Im Haus bin ich sicher. Da der. Da der Jari sagte, im Haus bin ich. Okay, im Haus bin ich nur halb sicher. Ich dann. Also die dürfen mich auch durch die Fenster nicht sehen. Okay, gut, das daran habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gedacht. Glück zu trinken. Nu gut. Na shit. Das Reinkommen ist ja jetzt so, sei damit ist kein Problem. Genau, was ich dir sage. Und den Schlüssel, danke. Damit, ja. Ob es hier vielleicht irgendwo nach oben geht. Warte hier. Mir nach. Da kann man die Tür vielleicht. Ich meine, das Büro ist ja 100 pro oben, ne? Durch, ja. Da ist gerade noch jemand rumgelaufen. Ach, von dir will er keiner was, Euler. Hallo Schatz, wie war dein Tag? Oh nein!
Mann! Salvatore tot, super! Leise und tu genau, was ich dir sage. Guten Tag. Was ist dein Schlüssel? Danke. Was ist denn der bessere Weg? Runde rein? Von vornherein ist ja kein Problem, ne? Aufpassen, dass uns die Dienstmädchen sieht. Welche Richtung ja zuerst läuft. Also irgendwie warm hier drin, ey. Was? Da hinten, der läuft nicht rum, ne? Der steht da bloß. Hallo. Ist ja alles relativ simpel. Und dann gucken, die Dienstmädchen machen immer das Licht an, wenn sie drin sind, ne? Tut mir leid, aber wenn du beim ersten Mal umgefallen wärst, müsste ich nicht auch auf dich einschlagen. Lass mal gucken. Irgendwie nach oben kommen. Noch einen anderen Weg hoch. Jawohl, es gibt noch einen zweiten Weg. Sehr geil. Das ist das. Warte hier. Aber das ist ein Staatsanwalt. Dem Staatsanwalt wollen wir eine Lektion erteilen, oder? Hallo Schatz, wie war dein Tag heute? Hallo Hure! Ja. Oh nein. Okay. Mir nach. Speichert. Jetzt zeig mal, was du kannst, Salvatore. Okay, Chef. Oh Mann. Geht da gleich irgendwas schief. Was ist doch?
Oh. Teufel! Besser, wir verschwinden schleunigst, Salvatore. Schon erledigt, Chef. Ein Kinderspiel. Ja, da hättest du mal 5 Minuten eher fertig gehabt. Warte hier. Mir nach. Hallo. Ah, verdammt. Nein! Ah, Mann. Wie kommt man da blödesten hier wieder raus? Jetzt zeig mal, was du kannst, Salvatore. Okay, Chef. Vielleicht hinten raus. Also praktisch vielleicht genau über den Weg, der vorher so kacke war. Okay, das war kein guter Weg. Hier ist auch ein Treppenhaus. Ja, bist du? Ups. Salvatore, mach das Auto auf. Ich will es versuchen, Chef. Okay. Ich hab gerade gelernt, einen Silberfetcher zu stellen. Das ist schon mal sehr gut, aber. Alles in Ordnung, Boss. Wie kommen wir her am Dö? Ja, die sehen uns sofort. Salvatore, mach das Auto auf. Will's versuchen, Chef. Alles klar, Chef. Komm, steig ein. Weg.
ich muss dann, Leute. Wandert mit euch. Halt, ich habe die Dokumente vergessen. Ich muss zu. Nein! Oh Gott, bin ich doof. Oh Mann. Wie kann man nur so blöd sein, ey? Okay. Oh Mann. Oh Mann, das ist ja eine Leiche. Ach, warum? Warum sind da nicht umgefallen? Alles in Ordnung, Boss. Die Dokumente. Bitte klar abknallen. Mein Gott, was ist hier passiert? Alarm! Salvatore, mach das Auto auf. Werd's versuchen, Chef. Und beeil dich ein bisschen. Können wir mit dem reden? Alles klar, Chef. Shit. Ich sollte nicht mit ihm reden. Ich sollte einfach nicht mit ihm reden. Salvatore, mach das Auto auf. Werd's versuchen, Chef. Alles klar, Chef. Komm, 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 ich will hier weg. Komm, steig ein, steig ein, steig ein, los. Los, 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 los. Wir sind nämlich irgendwie echt sauer. Weg! Oh Leute, war schön. Ich mach dann mal die Fliege. Oh Gott. Aber ich wollte die scheiß Dokumente vergessen. Nicht zu Hause ab. Ich wohne auf der anderen Seite beim Stadion, fast dort, wo du mich abgeholt hast. Oh. Hübsches Auto haben wir jetzt hier, ne? Aber ich glaube nicht, dass er das so lustig findet, dass wir seine Frau mit dem Baseballschläger malträtiert haben. Oder? Aber na. Kann er sich eine neue suchen?
Nein. Ach da. Na komm mal rein. Was denn wollen wir rein? Ah, da vorne kommt ja schon die Bullerlei. Ne? Den Drecksäcke. Ja, die kann man eben mit der Bahn fahren in der freien Fahrt. Weiß ich gar nicht. Ich eigentlich mal ausprobieren, oder? Macht er. Na komm. Ein bisschen Kette geben hier. So, bring mal den guten Salvatore nach Hause. Hier wohne ich. Vielen Dank. Jo, kein Problem, Salvatore. Kein Problem. Ich hoffe, nächstes Mal wird's ruhiger. Heute habe ich mir fast in die Hose gemacht. Ach, du schon. Ruh dich jetzt aus. Fahr mal über die Hosebrücke und dann. Dann sind wir eigentlich fast da. Und dann hoffe ich mal, dass der jetzt keine Beweise mehr gegen uns hat. Das müssen wir halt nochmal besuchen gehen, oder? Dann wird das Ganze nicht so glimpflich für ihn ausgehen. Hä, hey, warum bin ich abgebogen? So, musste. Komisch. Komisch. Darf ich da noch nicht rausfahren? Na gut. Boah, die letzte Mission in dem Spiel ist so schwer. Bammelt's mir jetzt schon davor. Als ich das letzte Mal durchgespielt habe, hatte ich so einen blöden Spawnpunkt. Musste ich, um das zu schaffen, musste ich cheaten. Genial, ich habe angefangen, es hat geladen, ich habe schon zwei Treffer kassiert, dann war schon halb tot, das war nicht ganz so schlimm, konnte ich mir noch mal ein paar Leben holen. Und dann kamen immer drei oder so gleichzeitig um die Ecke. War unglaublich. Oh, hier gibt es gebrauchte Autos. Ja, okay, ein Stress. Ist ja nicht irgendwo. Gar nicht gemacht. Angsthasen überall hier. Furchtbar. So, da wo die vielen Autos stehen. Da wollen wir hin. Das sieht gut aus auf der Minimap. Locker vorbeilassen. Was brauchst du? Na gut. Silber, Fetcher, Silber. Nein.